Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Gouverneur Holzmann, sehr geehrter Herr Ehrenpräsident Heini Neisser, lieber Direktor Kocher, meine Damen und Herren, die Sie online dabei sind, ebenfalls herzlich willkommen zur heurigen Heini Neisser Lecture. Und es ist für uns natürlich eine große Ehre, dass der Gouverneur der Nationalbank sich bereit erklärt hat, diese heurige Heini Neisser Lecture zu halten. Diese Lecture haben wir vor 4 Jahren eingeführt, ist also noch relativ jung, aber es ist jedes Mal eigentlich ein Highlight. Voriges Jahr haben wir den Herrn Bundespräsidenten hier gehabt, der diese Lecture gehalten hat, und heuer den Gouverneur der Nationalbank. Also wir legen da einen sehr hohen Level. Ach, jedenfalls danke Ihnen fürs Kommen, und ich möchte hier nicht lange eine Einleitung halten. Die Idee dieser Lecture war, dass man eine Verbindung herstellt zwischen dem Institut und der Praxis in verschiedensten Bereichen und auf diese Weise es auch möglich macht, dass das IHS an Publizität gewinnt. Wir wollen mitten in der Gesellschaft stehen und nicht am Rande und schon gar nicht im elfenbeinernen Turm. Daher gehen wir gleich in medias res, und ich darf dich, lieber Martin Kocher, bitten, die Einleitung zu machen. Dankeschön. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Kommen hier im Saal, im Raum. Vielen Dank auch fürs Dabeisein virtuell bei dieser vierten Heinrich Neisser Lecture des Instituts für höhere Studien. Ich begrüße auch ganz herzlich unseren Vortragenden, den Herrn Gouverneur Robert Holzmann, Universitätsprofessor, komme ich gleich noch dazu. Auch Universitätsprofessor hier, der Namensgeber Heinrich Neisser war Präsident des Kuratoriums des IHS für, ich habe es nachgerechnet, jetzt, ich glaube, 27 Jahre oder 28 Jahre, und ist unser Ehrenpräsident, und ich darf auch ganz herzlich begrüßen unseren Präsidenten Franz Fischler. Am Anfang muss ich bei solchen Veranstaltungen immer ganz kurz einige Housekeeping-Regeln durchgeben. Sie kennen das alle von der DSGVO bis zu Corona-Maßnahmen. Erste Regel, die Vorsichtsmaßnahmen vor Ort. Sie haben einen Zettel ausgehändigt bekommen, sich bitte an diese Regeln zu halten. Dann möchte ich darauf hinweisen für alle vor Ort, dass dieses Event aufgezeichnet wird und auf unserer Homepage bzw. von uns genutzten Videoportalen veröffentlicht wird. Wenn Sie jetzt hier bleiben, stimmen Sie implizit zu, damit auch explizit, nachdem ich es gesagt habe, dass Sie einverstanden sind, dass Sie von hinten oder von der Seite irgendwo auf diesem Video zu sehen sind. Ich habe schon ganz kurz im Gespräch davor auch gesagt, wir haben eine CO2-Ampel und die Lüftungsanlage mit etwas Frischluft. Falls sich die CO2-Konzentration zu stark erhöhen würde, dann würden wir kurz lüften müssen, müssen wir kurz unterbrechen, vielleicht wenn es draußen zu laut wird, um eben jede Möglichkeit einer Ansteckung einzudämmen. Und wir haben natürlich eine virtuelle Aufzeichnung, eine hybride Veranstaltung. Das heißt, alles, was Sie sagen, wird nur gehört, wenn Sie ins Mikrofon sprechen. Das heißt, dann bei der kurzen Fragerunde, die wir am Schluss haben, bitte die Mikrofone dann benutzen. Ansonsten kann man sie im Online-Raum nicht verstehen. Für all jene, die virtuell dabei sind, ganz kurz, Sie finden die IHS-Datenschutzerklärung in der Frage- und Antwort-Sektion. Und wenn Sie Fragen stellen möchten, dann kann man diese auch in der Frage-Antwort-Sektion stellen, und die Fragen werden gesammelt. Ich werde dann die Fragen weitergeben in der kurzen Frage- und Antwortrunde. So, das war das Housekeeping. Jetzt darf ich auch sagen, dass ich mich ganz, ganz freue, dass wir heute den Gouverneur der Nationalbank hier haben als Redner in der Heinrich Neisser Lecture. Er hat einen am Anfang sehr wissenschaftlichen Lebenslauf, wenn ich das so sagen darf. Und wir haben ja auch immer gesagt, das Ziel ist nicht nur, jemanden da zu haben, der politisch einflussreich und wichtig ist, sondern auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat im Bereich des Instituts. Er ist also gestartet als Universitätsassistent an der Uni Wien
und hat aber schon relativ bald begonnen, auch Anwendung zu betreiben. Und er ist, glaube ich, derjenige, der die internationalen Organisationen in Österreich fast am besten kennt. OECD, IWF, Weltbank, Europäische Union, Europarat und so weiter als Konsulent und als Mitarbeiter. Über lange Jahre hinweg als Direktor bei der Weltbank, dann als Vice President bei der Weltbank. Also man könnte sehr lange über diese vielen wichtigen Tätigkeiten bei der Weltbank sprechen. Seit 2019 ist er jetzt Gouverneur der Österreichischen Nationalbank und damit auch Mitglied des Europäischen Zentralbankrates. Und damit nicht auch am berufensten über das heutige Thema zu sprechen, Geldpolitik im Wandel, Herausforderungen und Forschungsbedarf. Ich will zu diesem Thema jetzt nicht so viel sagen, weil das würde vielleicht etwas vorwegnehmen oder vielleicht auch nicht. Dazu sprechen wir, glaube ich, noch ausführlich. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das gerade jetzt besonders aktuell ist, weil die Diskussion über die Ausrichtung der Geldpolitik, über die Grenzen der Geldpolitik und die Ansprüche der Geldpolitik gerade in Europa eine sehr aktive ist, und wir tragen damit dazu bei, dass darüber hinaus, über die Forschung hinaus, auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Professor Holtmann hat in seiner wissenschaftlichen Karriere, vielleicht sage ich das noch ganz kurz dazu, sehr viel zum Thema Fiskal- und Geldpolitik geforscht, aber ist auch ein ausgewiesener Pensionsexperte und Sozialexperte in den verschiedensten Bereichen. Ich habe ausgegraben aus dem Lebenslauf seinen ersten Vortrag, den er angegeben hat, mit dem Titel Staatsausgaben, Pensionsdefizite und Altersstruktur. Ein Titel, den man, zwar 77, wenn ich sagen darf, ein Titel, den man 50 Jahre später wahrscheinlich genauso noch als aktuell sehen würde. Das bringt mich zu einer Feststellung, die ich immer sehr nett finde. Es gibt diesen Volkswirte-Witz, diesen kleinen, ein Student kommt nach 30 Jahren zu seinem ehemaligen Professor ins Büro und sieht die Prüfung dort liegen, die er den Studierenden gestellt hat, die aktuelle. Und dann sagt er zum Professor, das kann doch nicht sein, Sie stellen 30 Jahre später die gleichen Fragen wie vor 30 Jahren, da muss sich doch was ändern. Sagt der Professor, ja, die Fragen sind die gleichen, aber die Antworten haben sich geändert. Richtig. Ja, also die Geldpolitik unterliegt nicht klarerweise immer einem Wandel, hängt vom Umfeld ab, und das ist etwas, was die Sozial- und Wirtschaftswissenschaften aus meiner Sicht so spannend machen. Damit will ich Sie gar nicht länger beschäftigen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich freue mich über unseren Gast und darf an ihn das Wort übergeben. Herzlich willkommen am Institut für höhere Studien. Jetzt geht's? Gut, danke. Aber ich fange nicht noch einmal an. Gut, danke. Sie haben es ja gehört hier. Drei Gründe, warum ich das ausgesucht habe. Der Grund Nummer eins ist, es handelt sich um Themen, wenn man so will, die mich ab und zu, nicht ständig, aber schlaflos werden lassen, nicht? Weil wir viele Fragen und wenige Antwort haben und gedacht, nicht? Das ist, glaube ich, ein Thema, das auch an Sie herangetragen werden soll. Der zweite Punkt ist, dass, wie Sie ja wahrscheinlich mitbekommen haben, die EZB, das System der Europäischen Zentralbank, wir dabei sind, eine neue Strategie aufzustellen und strategischen Review durchzuführen. Und als Teil dessen ist auch ein Outreach vorgesehen, nicht? Ein Outreach an den Herrn und Frau Österreicher. Das findet am 30.10. statt, aber auch an andere Gruppen, nicht? Und Sie als forschungsorientierte Gruppe sind auch ein wichtiger Teil dieses Outreaches, die ich damit informell mache. Und der dritte Grund ist, dass ich hoffe, dass über die Themen, die ich versuche hier anzusprechen, nicht jetzt in vollem Maße durchzudiskutieren, der ein oder andere hier im Raum oder an den Endgeräten vielleicht Interesse finden könnte, das hier persönlich durchzuführen. Und dazu hatte die Österreichische Nationalbank ein Anreizsystem und die Möglichkeit, solche Forschung auch co-zufinanzieren im Rahmen des Jubiläumsfonds. Und ich habe ja auch einen Schiedel da, der extra gekommen ist, um alle Fragen, die Anträge betreffen, hier beantworten zu können. Und damit, was ist der Inhalt? Das sind die fünf Themen, die ich vorschlage innerhalb der nächsten, wie viel Zeit habe ich? Ziemlich frei, also 45 Minuten, wenn Sie
Wunderschön, Pastor. Dankeschön. Das sind die fünf Themen, die ich vorschlage, sie zu behandeln, um einen Einblick in das zu geben, was uns bewegt und wo wir sehr viele offene Fragestellungen haben. Und dann im Anschluss darauf, beim Ende danach, immer zu sagen, was wäre eine forschungsrelevante geldpolitische Frage, wofür wir uns mehr Antworten erwarten würden. Und das wird am Ende noch einmal wiederholt, bevor ich dann kurz auf den Jubiläumsfonds eingehe. Heterogenität im Euroraum. Für diejenigen, die sich mit Geldpolitik beschäftigt haben, mit dem Konzept einer europäischen monetären Integration, die sind nach wenigen Versuchen sofort über den Artikel von Robert Mandel gestoßen, über was sind so die Bedingungen für eine europäische Währungsintegration. Und da gibt es eben Bedingungen, die sehr stark mit der Fähigkeit der Länder zu tun haben, auf Schock einzugehen, Schocks auszugleichen. Was weniger damit drinnen ist, weil das eine implizite Annahme war, dass die Länder sehr gleich sind und vergleichsweise gleich entwickeln. Aber der Hintergrund dabei war auch immer wieder, dass, wenn Geldpolitik betrieben wird, eine der Voraussetzungen ist oder einer der impliziten Annahmen, dass es nur eine Geldpolitik gibt. Das heißt, dieselben Instrumente, die für unterschiedliche Länder angewandt werden. Also nicht eine Geldpolitik für das Land A und das Land B unter einer gemeinsamen Währung. Das setzt sich aber auch voraus, dass man sehr viel bereit ist zu sagen, die Heterogenität darf dann aber nicht sehr stark sein. Ich mache nur eine Grafik, die ich Ihnen hier zeige, die ein bisschen versucht, die Heterogenität da ein bisschen zu charakterisieren. Und zwar Heterogenität, die sich ab dem Jahre 2008 ergeben hat. Auf der linken Seite sind das die Stabdiagramme, die da sind. Und was Sie dabei sehen, ist, dass von 2008 an es eine sehr heterogene Entwicklung gegeben hat. Und die Diamanten sind die Entwicklung im Jahr 2019. Das heißt, eine erste Plausibilisierung, dass es in hohem Maß Heterogenität gibt. Und auf der rechten Seite haben Sie Entwicklungen im ersten und im zweiten Quartal über unterschiedlichste Euro-Länder plus einige Nicht-Euro-Länder wie Großbritannien, so als Vergleichsmaßstab dazu. Was wir aber hier sehen, ist, von Homogenität im Sinne der Entwicklung sehen nicht sehr viel. Könnte jetzt auch noch die unterschiedlichen Einkommensniveaus hernehmen. Das heißt, Heterogenität der Wirtschafts-, der Ausgangslage, aber Homogenität der Instrumente, die geldpolitisch eingesetzt werden. Machen wir das wirklich nun? Nein, die Europäische Zentralbank tut das nicht, sondern sie hat im Rahmen der unkonventionellen geldpolitischen Instrumente heterogene geldpolitische Instrumente eingesetzt. Was heißt unkonventionelle Geldpolitik? Nachdem der natürliche Zinssatz sehr tief gefallen ist, in die Gegend von Null oder vielleicht darunter, wurde eine erste geldpolitische Maßnahme eingesetzt. Das war der negative Zinssatz für die Einlagen der Banken bei der EZB. Was aber in der Zwischenzeit auch gesehen ist, dass andere geldpolitische Instrumente viel mehr noch gefördert wurden, die aber heterogen sind für die einzelnen Länder. Ein erstes ist dieses zielgerichtete Finanz-, längerfristigen Finanzoperationen, LTO genannt, wo massiv Maße Geldliquidität den Ländern zur Verfügung gestellt wird, das dazu da ist, Klein- und Mittelbetrieben in Ländern, aber sehr spezifisch auch nach ihren individuellen Bedürfnissen zu helfen. Und die Größenordnungen sind sehr, sehr groß. In diesen Jahren wurden brutto bis jetzt so 1,6 Billionen Trillions zur Verfügung gestellt. Netto, wenn man die Rückzahlungen abzieht,
sind es noch immer in der Größenordnung von 600 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Geld. Und diese geldpolitischen Instrumente dienen dazu, den Banken die Möglichkeit zu haben, subventionierte Gelder, nämlich subventioniert zu 1% zu geben, um sie dann für leicht positive Werte zur Verfügung zu stellen und sehr, sehr länderspezifisch. Ein zweites Instrument, das Belt Roll, das Pandemic Emergency Lending Program, Long-Term Lending Program, das wurde eingeführt, um den Ländern, die jetzt nicht die Anforderungen erfüllen, etwas teurere Instrumente zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir nun zeigen, das ist die rechte Grafik dabei, dann zeigt sich, dass, wenn man so will, dass die Programme vergleichsweise erfolgreich sind, weil einfach die Standardabweichungen der Zinsen, die verlangt werden, darunter haben sie die Legende bezüglich Hypothekarkredite bzw. Unternehmenskredite, im Wesentlichen schon leicht nach oben, aber nicht sehr stark auch in der Situation hier verändert haben. Und was wesentlich ist dabei, dann gibt es noch das PEP-Programm, nicht der Pandemic Emergency Purchase Program, nicht der, das am 18. März von uns in einer Nacht- und Nebelaktion nachgeliefert wurde. Nicht? Wir haben am 8. März ein kleines, am 12. März, 12. März ein kleines Angebot gemacht von 120 Milliarden und der Markt hat gesagt, das ist viel zu klein. Nicht? Und dadurch kam eine Nachlieferung, eine erste von 750 Milliarden Euro, das dann im Juni dann noch um weitere 600 Milliarden aufgebaut wurde, nicht? Und im Wesentlichen ist das ein Programm, in dem die Zentralbank nach einem Plan und monatlichen Ankündigungen Wertpapiere einkauft. Nun, wie kauft es die Wertpapiere ein, nicht? Ja, sie kauft es eben ein, um auf regional unterschiedliche Umstände reagieren zu können und, was ein wesentlicher Teil dabei ist, um zu verhindern, dass die Spreads, also Differenzen zwischen den staatlichen Anleihen, Zinssätze, die zu bezahlen sind und jenen den Benchmark, nicht? Also deutschen oder einen europäischen Durchschnitt, meistens den deutschen, weil der niedrigste ist, gering zu halten. Das heißt, es ist ein Programm, das eben spezifisch dafür da ist, die Spreads zu minimieren. Und die Überlegung dahinter ist, wir brauchen niedrige Spreads, weil sonst der Transmissionsmechanismus der Geldpolitik nicht funktioniert. Denn wenn Sie Spreads haben, die bei 300-400% sind, oder 500%, wie wir sie in der Krisenzeit hatten, und die anderen haben nur ganz wenige, dann gibt es Schwierigkeiten, den geldpolitischen Transmissionsmechanismus weiterzuführen. Und das wurde eben gemacht. Und damit sollten auch die Finanzmärkte stabilisiert werden. Und wenn Sie sich das anschauen, dann haben Sie auf der rechten Seite die Wirkungen dieser Politik, eine der vielen Grafiken, die ich Ihnen zeigen könnte. Und wie sich zeigt, ist es eben gelungen, mit dieser Maßnahmen den italienischen Ertrag nicht um 80 Basispunkte zu reduzieren. Deutschland war sehr gering und die anderen Länder dazwischen. Das heißt, eine Geldpolitik, die dafür da ist, regionale Umstände zu berücksichtigen. Das heißt, keine homogene, sondern eine heterogene Geldpolitik. Die kann gemacht werden, weil auf der einen Seite hier der Capital Key, der Kapitalschlüssel, im Moment nicht voll berücksichtigt werden muss. Kapitalschlüssel heißt in den anderen Programmen, ich kann nur kaufen oder die Zentralbank hat nur das Recht oder die einzelnen Nationalbanken zu kaufen im Anteil an, wenn man so will, der EZB, nicht darüber hinausgehend. Nicht? Das ist das eine, was dafür da ist.
und dass auch die Anlageklassen nicht fixiert sind, sondern können monatsweise, werden sie das im Rahmen der Entscheidungen der EZB entsprechend gestaltet. Und das Gesamte ist so gemacht, dass die Flexibilität über die Zeit geschieht. Das heißt, es ist möglich, diese Anlagenklassen bzw. auch die Berücksichtigung des Capital Key über den längeren Zeitraum zu erfüllen. Ein starkes Maß an Flexibilität, das höchstwahrscheinlich auch wieder im Rahmen einer weiteren Diskussion in vielleicht Karlsruhe zur Diskussion kommt, aber letztendlich es erlaubt hat, eine heterogene Geldpolitik einzuleiten. Jeder von uns, der einmal Geldpolitik studiert hat, gehört hat oder später unterrichtet hat, zumindest zur Zeit, wo ich das noch getan habe, eine heterogene Geldpolitik, nicht, das war unvorstellbar, jetzt gibt es sie. Und daher jetzt, und damit komme ich zum ersten Maß der Fragen, nicht? Also grundsätzlich gilt Währungspolitik, eine Währung, ein Instrument, Vergangenheit, Zinssatz, Fußtum. Jetzt haben wir eine Währungspolitik, heterogene Instrumente. Und damit stellt sich die Forschungsfrage, war das alles? Welche Fantasie gibt es noch, um Geldpolitik heterogen zu gestalten? Bis jetzt haben wir es im Rahmen der Käufe gemacht. Wir haben es im Rahmen der Bankkredite gemacht. Wir haben es über Flexibilität, Pooling über die Zeit gemacht. Gibt es noch etwas, womit die EZB ihr Instrumentenkasten füllen kann? Oder ist das jetzt aus? Ist das eine? Und die Gegenfrage ist noch dabei. Naja, aber was ist mit der Geldpolitik damit verbunden? Nicht? Wir haben zwar eine heterogene Geldpolitik, aber welche Seiteneffekte könnten sich unter Umständen dabei ergeben? Nicht ein Beispielsfall, der des Öfteren erwähnt wird, ist natürlich auch, dass über eine Geldpolitik, die die Spreads weitestgehend angleicht, verhindert, dass die Spreads als Marktsignale für Fiskalpolitik nicht mehr existieren. Und fehlende Marktsignale haben nicht auch wesentliche Einschränkungen und Ähnliches mehr. Das heißt, damit ist der erste Teil abgeschlossen. Was ist noch drinnen? Aber was müssen wir berücksichtigen, wenn wir mit Heterogenitätspolitik weiterhin versuchen wollen, heterogene Wirtschaftsentwicklungen einzugrenzen und auszugleichen. Zweiter Punkt ist die Interaktion von Geld- und Fiskalpolitik. Nicht erst jetzt, schon längere Zeit, aber gerade durch die entschlossene Haltung der Jetztzeit, nicht? Das ist so, dass die Geldpolitik so als First Mover gesehen wird. Nicht? Geldpolitik ist dafür da, möglichst rasch bei Krisensituationen einzusteigen, um A, die Märkte zu stabilisieren. Nicht? Das heißt also, die Finanzmärkte zu verhindern, dass das passiert ist, was nach der Lehman Brothers Krise da war. Aber zweitens auch natürlich dann die Liquidität zur Verfügung zu stellen, um für den interdependenten Austausch nicht hier einmal die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um ausgleichend für Marktbeschränkungen auszugleichen. Nun, der Grund ist, warum es so schnell geht, weil eben die Geldpolitik in den USA, in England, in Japan und auch in Europa eben von unabhängigen Institutionen getragen ist, die vergleichsweise rascher Entscheidungen treffen können, nicht? Also zwischen dem 12. und 18. Verging eine knappe Woche, nicht? Und wir hatten dann eine Entscheidung getroffen, nicht? Wenn Sie sich vorstellen, nicht? Diesen Fall Herr Ex-Kommissar, nicht? Sie kennen das aus Entscheidungen, wie lange das in Brüssel braucht, um bestimmte Dinge auf der Reihe zu bekommen. Sie jetzt nicht zu diskutieren, dass man sie macht, sondern dass man sie beschließt und durchführt, kann man hier in wenigen Tagen eine solche Entscheidung machen. Nicht? Und als dieser Vorteil dieses First Movers ist das, warum
die Geldpolitik so sehr in Vorlage getreten ist. Nur effektive Geldpolitik benötigt fiskalische Unterstützungen. Außer man ist ein Anhänger der Modern Monetary Theory, nicht? Dann fällt diese Nebenbedingung weg, aber das schließe ich einmal nicht aus, nicht? Aber das ist jetzt nicht Teil unserer Diskussion hier. Nun, Geldpolitik hilft schon, stiftet Liquidität, aber stellt nicht jetzt die Ressourcen längerfristig zur Verfügung. Das heißt, es ist kein echter Ressourcentransfer noch, nicht? Der muss dann durch die Fiskalpolitik erfolgen. Es setzt aber auch voraus, dass es Fiscal Backstop gibt, nicht? Dass die Geldpolitik in Vorlage trifft, aber die Fiskalpolitik das gesamte realwirtschaftlich absichert. Was etwa auch heißt, nicht? Dass dann irgendwann der Staat als Bürger eintritt, nicht? Sondern jetzt einfach, sonst wäre es Modern Monetary Theory, wenn das so stattfindet, nicht? Und das Dritte ist nicht, dass wir auch nicht trotz aller negativer Zinsen diesen Effective Lower Bound haben. Irgendwann einmal muss das gesamte Fiskalpolitik realpolitisch in Kraft treten. Das heißt, Geldpolitik fußt auf den Fundamenten, Fiskalpolitik fußt auf den Fundamenten der Geldpolitik. Irgendwann muss sie einsetzen. Und damit haben wir einen bestimmten Zielkonflikt, nicht? Denn Geldpolitik ist für kurz- und mittelfristig da. Und damit ergibt sich langfristig das Problem der fiskalischen Unabhängigkeit. Und damit kommen wir, ich tue ein bisschen vor, damit ich innerhalb der Zeit bleibe, ergibt sich das Gefahr gerade jetzt in der Konvi-Krise, nicht, dass die Geldpolitik in Vorlage trifft, die Fiskalpolitik im Moment noch immer nicht so weit ist, zu sagen, ja, jetzt müssen wir einmal daran denken, ob wir das Geld nicht vielleicht doch etwas gezielter verwenden und das Geld vielleicht in Zukunft doch wieder zurückbezahlen müssen. Also wird es Zeit, jetzt dann von einer empathischen Form der Wirtschaftspolitik in eine rationalere überzugehen. Aber was passiert, wenn die Fiskalpolitik weiter sagt, interessiert mich nicht, nicht? Und die Fiskalpolitik daher das tut, nicht? Staatsschulden, die echten Staatsschulden, also nicht nur die impliziten, weit über 100% erhöht, nicht? Italien wird jetzt bei 160 sein, diesen Jahr, nicht? Und dann, wenn die Fiskalpolitik einmal so weit ist, dass sie einen hohen Schuldenstand hat, dann reduziert das natürlich unheimlich die Möglichkeit, geldpolitische Instrumente anzuwenden. Was heißt nun geldpolitische Instrumente? Naja, zurückkaufen? Möglich schon, schwierig. Zinssätze erhöhen? Naja, wenn die Schulden schon so hoch sind, die Zinssätze erhöhen, dann verschlechtert sich ja die fiskalpolitische Situation dabei, sodass sich dann die Fiskalpolitik zurücktrennen darf und einfach wartet, bis die Geldpolitik das tut, was sie tun soll, akkommodativ sein und das eben dann als die Fiscal Dominance aufscheint. Nicht? Die Geldpolitik ist nicht mehr fähig, ihre geldpolitischen Instrumente einzusetzen, weil die Fiskalpolitik spieltheoretisch so in Vorlage gegangen ist, dass keine Reaktionsmöglichkeit besteht. Und damit die beiden unteren Dinge, die eine Rolle spielen, nicht? Gibt es die Gefahr einer fiskalpolitischen Dominanz? Ist der Gorilla im Raum, in dem wir nicht reden, schon da, nicht? Und es wird Zeit, dass wir über ihn reden. Und wenn ja, wie kann die geldpolitische Dominanz zumindest verhindert oder verringert werden? Was soll die Geldpolitik tun? Was soll sie einfordern? Etwa in Fragen der Verschuldungsgrenzen, in der Frage, wie viel Defizite nicht überschritten werden könnten und. Sind das Bereiche, die sich die Geldpolitik annimmt? Und das sind aber auch interessante Forschungsfragen, denn für uns ist immer angenehmer, wenn die Forschungsantworten aus dem Academic-Bereich kommen und wir damit diesen diskutieren können. Und damit komme ich zur dritten Frage, ist die Rolle der Zentralbanken in der Krisenbekämpfung und die neue Rolle von Makro- und Mikropotenzieller Maßnahmen.
Das habe ich deswegen genommen, weil meine Kenntnis von Makro- und Mikropotenziell aus meiner Vergangenheit sehr, sehr gering waren, denn wie ich noch in Saarbrücken Geldpolitik und internationale Wirtschaftspolitik unterrichtet habe, gab es das nicht. Das ist eine Erfindung der letzten 10, 12 Jahre, nicht? Habe mich damit beschäftigt, nicht? Und habe gedacht, vielleicht geht es den nicht mehr so ganz Jungen, so wie ich, nicht auch ähnlich, dass sie davon noch nicht so viel gehört haben. Und auch ein bisschen hier die was ist es überhaupt? Und die Forschungsfragen. Höchst faszinierend, höchst reich, aber ich finde in einem hohen Maße unterforscht. Nun, Makropotenziell beschäftigt sich mit allen Fragen, um die es dabei geht, die Widerstandsfähigkeit des Finanzsystems zu erhöhen. Nicht? Und dabei, wenn man so will, abweichend von der Geldpolitik und damit auch teilweise konkurrierend oder kontrollierend zur Geldpolitik oder korrigierend zur Geldpolitik. Sehr einfach ausgedrückt, nicht? Also wenn wir eine akkumulierende Geldpolitik hat, die Zinsen sehr gering hält, was dazu führt, dass Wohnbaukredite sehr leicht aufgenommen werden können, was das bedeutet, dass es unter Umständen einen Preisboom im Bereich der Immobilien gibt, nicht? Dann, wenn es nur die Geldpolitik gäbe, was könnte sie dann tun? Ja, die Zinssätze erhöhen, um auf diese taube Spatz, Habicht, wie man auch ist, zu schießen. Aber damit andere Teile der Konjunktur abwürgen, die noch durchaus lebhaft sind. Gibt es eine Politik, die sich nur auf diesen einen Sektor da beschränkt? Ja, nicht? Es besteht die Möglichkeit, mit makropotenziellen Instrumenten hier festzulegen, ja, Banken, liebe Banken, ihr müsst eure Loan-to-Value-Ratio nicht jetzt einfach verringern, nicht? Also nicht mehr 80% des Hauswertes wird jetzt als Kredit begeben, sondern nur 60% oder 50%. Natürlich politisch heikel, nicht? Denn in Österreich wird das im eigenen Rat gemacht, nicht? Wo die ÖMB nicht die Mehrheit hat. Ganz im Gegenteil, nur eine Stimme. Aber bedeutet, es gibt solche Instrumente, nicht? Allerdings ist die Frage, wie werden sie angewandt? Werden sie zeitgerecht angewandt? Wie schaut die Gouvernanzstruktur aus? Und daneben gibt es aber auch nach der 2008er Krise auch andere Instrumente, die eingeführt wurden. Das sind eine Reihe von Kapitalzuschlägen, systemische Buffer, konjunkturelle Buffer, die die Banken in der Zwischenzeit haben müssen, nicht da, um für schlechte Zeiten gerüstet zu sein. Wenn man so will, hier wurde schon die Erfahrungen der Krise sehr ernst genommen, nicht? Und das Eigenkapital in unterschiedlichster Form der Banken 2008 bis jetzt mehr als verdoppelt in Österreich. Also sehr viel geleistet, nicht? Dann gibt es auch noch die mikropotenzielle Politik, die nicht immer für mich ganz trennscharf ist von der makropotenziellen, aber einfach sagt, nicht? Also mikropotenzielle Politik versucht eben, die Widerstandskraft der einzelnen Finanzintermediäre zu stützen, nicht? Die kontrolliert etwa, nicht? Etwa bei der Kommerzialbank, nicht? Ob die jetzt dann genügend Eigenkapital im Vergleich zu ihren Ausleihern hatten. Nicht kontrolliert, ob das alles da ist, aber für da ist, nicht? Und schaut sich an, ja, passt das, nicht? Also, das sind Dinge, die so Mindestanforderungen anbelangen dabei. Nun, diese Belastungen können sich aber auch dann in Vorteile überspüren, weil die Banken im Rahmen von Krisen viel widerstandsfähiger sind. Sie sind fähig, dann nicht also schlechte Kredite, faule Kredite zu absorbieren und andere Dinge zu tun. Während der Krise, ja, wurden da jetzt schon erste Maßnahmen eingesetzt, nicht? Senkung der Kapitalanforderungen, die wir hier haben, unterschiedlichste Puffer, nicht? Also Kollege Haber ist der Spezialist dabei, der sich alle diese Dinge da im Detail kennt, nicht? Weil es Systempuffer, Kapitalpuffer und so weiter gibt, antizyklische Puffer, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten virulent werden können,
Nicht? Und dann gibt es aber auch, dass die mikropotentiellen Beschränkung erleichtert wurde. Und das sind solche 1 und 2, wenn man so will, ist alles mit dem Begriff Basel verbunden, 1, 2, 3 oder 3,5, dass man eben diese mikroökonomischen Anforderungen in der Krise auch gesenkt hat. Also die Anforderungen, die jetzt aufgrund der mikropotentiellen Regelungen jetzt geringer geworden sind. Nicht? Und was Sie hier haben, ist eben dann diese Maßnahmen, nicht, die auf die dazu geführt haben, im Rahmen der Covid-Krise doch auf der mikropotentiellen Ebene 120 Milliarden herauszunehmen und aus dem makropotentiellen 22 Milliarden Eigenkapital, geringeres Eigenkapital den Banken zuzugestehen, wird man sagen, 140 Milliarden, naja, das ist ja das Eigenkapital und das heißt, dass 1 minus dem den Vielfachen ist das, was die Banken verleihen können. Und die Berechnung, ich habe jetzt nicht die letzte gemacht, aber das heißt wahrscheinlich Volumen frei werdende Kredite im Größenordnung von 1,5 Milliarden oder so, die jetzt da sind. Der Herr Moslechner wird das genau rechnen können. Der sollte das wissen. Und das bedeutet jetzt aber auch natürlich nicht, es gibt hier schon ein bestimmtes Maß die Effekte der Krisenmaßnahmen auf die unterschiedlichsten Preise. Nicht? Wenn man hier sieht, auf der blaue, das ist so ein Indikator für Varianz, nicht? Also für Unsicherheit, für Risiko, nicht? Das steigt an. Und auf der rechten Seite hat mir einen Maß für europäische Inflation, der geht hinunter, nicht? Das heißt, wenn man jetzt an die Rolle der makropotentiellen Maßnahmen sieht, nicht, die sie während der steigenden Verschuldung der Krise spürt, ist einmal auf der einen Seite, ja, man sollte übergehen, die Vermögensinflation ein bisschen zu dämpfen, nicht, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass gewissermaßen die Wirkung der Geldpolitik ja da ist, um die Preisstabilität zu stützen, nicht, und höhere Vermögenspreise und höhere Verschuldung, die Wirkungen dort zu gewährleisten. Das heißt, hier gibt es bestimmte Trade-offs und damit unten habe ich das dabei, nicht, was Sie hier sehen. Nicht, Nummer eins für mich, wenn man das ein bisschen Literatur angeschaut ist, nicht, verstehen wir schon überall die Wirkungsweise dieser makroökonomischen Maßnahmen. Bis jetzt haben wir, ja, das ist neu, die Daten sind noch alle da. Die Wirkungsweisen auf die Verschuldung, auf die Kreditvergabe wissen wir noch nicht so genau. Zweite ist, nicht, das ist, wenn man so will, Politökonomie, passt zum IHS dazu, nicht, sagen wir nicht nur Ökonomie, sondern auch die Politologie, nicht, die Frage, wie schaut das aus mit der Gouvernance dieser Makropolitik, nicht, wenn sie getrennt ist von der Gouvernance der Geldpolitik, wenn es sie unter Umständen nicht wechselseitig gute Vertretung gibt, nicht, also wie ist der Koordinationsbedarf und wie die Koordination stattfinden. Nicht? Und die dritte Frage, die untersucht ist, wie wirkt sich jetzt diese makro-mikrofinanzielle Stabilität aus und diese Maßnahmen der makro- und mikropotentiellen Erleichterungen, die sind wieder symmetrisch, die treffen alle Länder gleich. Es wird nicht abgeschwächt auch den einzelnen Ländern. Welche Rolle spielt die Heterogenität für die Wirksamkeit dieser Maßnahmen da? So. Ein kleiner Exkurs, mehr von dem Sie jemals wissen wollten, aber ich glaube, das war wichtig, dass wir hier ein weiteres Instrument haben der Geldpolitik oder geldnahen Politik, die, glaube ich, bis in der Diskussion nie aufgetaucht ist. Sehr kurz, das Kürze dabei, Inflationsunterschiede und Inflationsmessung, nicht? Wie wir im Rahmen der Diskussion des geldpolitischen Strategie. Die erste Sitzung war, erste Seminar war über Messung der Inflation und Unterschiede zwischen den Ländern. Nicht, ich werde nur einen Teil davon ansprechen. Nicht? Die erste Frage ist, wie groß sind die Inflationsunterschiede? Nicht? Und was wir haben, blau, wenn man so will, ist die Standardabweichung für 12 Länder immer dieselben, die sie herausgehen. Nicht? Dann das Gelbe waren die
7 weiteren Länder vorher und dann gewissermaßen oder 19 Länder vorher und dann danach. Und was man hier sieht, nicht, also die Inflation-Varianz hat im Wesentlichen nicht sehr, sehr stark zugenommen, aber besteht noch weiterhin. Sie ist nicht gigantisch, aber wesentlich nicht. Und die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt diese Inflationsdifferenzen, wir reden hier von den Abweichungen, aber wenn die Inflationsdifferenzen persistent sind, das heißt, einige Länder haben stetig eine höhere Inflation und einige haben stetig eine niedrige Inflation, nicht? Gibt es dann Marktmechanismen, die das ausgleichen können, nicht etwa höhere Arbeitsproduktivität, die die Kompensation dafür machen? Wenn das nicht der Fall ist, haben wir bestimmte Probleme dabei. Und diese Abweichung ist auch ein Grund, warum ein Preisniveau doch einiges über Null sinnvoll ist, um diese Inflationsvariabilität da ein bisschen zu gewährleisten. Nicht da? Aber es gibt noch weitere Probleme. Nicht? Die Frage ist jetzt, diese Inflationsdifferenzen, die wir haben, die ersten sind, dass diese Inflationsdifferenzen sich ein bisschen aus der Methodologie ergeben, nicht aus den starren Gewichten, nicht mehr mit diesem harmonisierten Index der Verbraucherpreise, HIVP, der eben da ist. Nicht? Und da gibt es eben starre Gewichte, die jetzt zwar einmal im Jahr schon verändert werden, was gut ist. Manche sagen noch immer zu wenig. In den USA wird beim Konsumentenpreis das monatlich berechnet, allerdings dann immer mit Revisionen. Was sehr wesentlich ist, sind die Qualitätsveränderungen, die stattfinden. Nicht? Also der Computer, der Kühlschrank und so weiter, die eine Rolle spielen. Und das ist, wenn neue Produkte eingeführt werden. Und hier gibt es gigantische Unterschiede zwischen den Ländern, die noch immer nicht bereinigt sind. Und dann gibt es die Probleme der Inflationsmessung während der Krise. Naja, wenn die Geschäfte zu sind, ist es schwierig, die Preise zu messen. Nicht? Und während der Krise verändert sich auch das Konsumverhalten. Während der Krise haben wir auch dann anderes Verhalten, weil die Leute mehr im Internet einkaufen und, nicht? Und dann haben wir auch noch die Krise, die asymmetrische Auswirkungen auf Angebot und Nachfrage haben. Daher, diese Unterschiede in den Preisen, sind die temporal? Temporär, wenn schon vorbeigehen wieder, gleichen sie sich aus. Und wenn sie sich nicht so ausgleichen, was bedeutet das für das Inflationsziel in der europäischen Gemeinschaft, nicht? Wenn sich die Preise auseinander bewegen, unter Umständen nicht in einer zufälligen, sondern einer symmetrischen Art. Damit ist die Geldpolitik, eine gemeinsame Geldpolitik, belastet. Und im Timing, wunderbar, zum letzten Punkt, Geldpolitik und Wechselkurse. Das war nicht Thema einer Diskussion, bis kürzlich da durch den Anstieg im Wesentlichen des Dollar gegenüber oder des Euros gegenüber dem Dollar da eine bestimmte Diskussion stattfand. Nicht? Und was wir hier haben, sind eben, wenn Sie so wollen, das Blaue ist der reale effektive Wechselkurs, der im Wesentlichen für den Euro relevant ist, weil er nicht nur den Dollar, sondern auch andere Währung hereinsieht, nicht? Und was man sieht, der Wechselkurs USA zum Dollar ist schon wesentlich stärker damit verbunden, nicht? Und wo ist das Problem? Das Problem ist das, oder Problem, die Tatsache ist, dass heutzutage Länder kein Wechselkursziel mehr haben. Zumindest außer einige Präsidenten unterstehen es anderen Ländern, nicht? Aber normalerweise gibt es kein Wechselkurs ziehen, das wir haben. Aber Wechselkurse sind nichtsdestoweniger relevant, nicht? Denn wenn der Euro ansteigt, der Dollar billiger wird und vieles wird in Teurer faktoriert, dann hat das ein Problem für das Preisniveau. Nicht? Und das Preisniveau in Europa sinkt, weil man billiger einkaufen kann. Wunderschön, nicht? Also wenn der Euro ansteigt,
der Dollar senkt nicht, dann verändert sich unsere realen Austauschverhältnisse. Wir sind relativ reicher. Ja, aber was ist, wenn wir ein Preisziel haben, nicht ein Inflationsziel? Wir sagen, wir möchten eben so knapp unter, aber bei 2% sein, nicht? Und im September waren wir europaweit bei minus 0,3 und im Juli bei minus 0,2. Österreich wäre aber wesentlich höher, nicht? War so am obersten Ende dabei, nicht? Auch eine der Abweichungen vergessen zu erwähnen dabei, nicht? Und damit stellt sich die Frage, naja, können wir jetzt das so weitergehen lassen oder müssen wir mehr tun, als das Gesamte zu beobachten? Nicht? Die Aussage von Madame Lagarde war ja in der Pressekonferenz. Nicht? Wir beobachten das sehr, sehr genau. Sehr lieb und nett, aber die Frage ist, was wäre dann unsere Antwort, wenn der Wechselkurs noch höher steigen würde? Nicht? Was könnten wir tun dabei? Nicht? Ich nehme an, Boris Kundal hört mir zu, wird jetzt interessiert sein an meiner Antwort. Ich werde sie nicht geben, darf sie nicht geben, nicht? Aber die Frage ist jetzt auch nicht, wenn wir wirklich etwa einen Ritt hätten, das vom Euro gegenüber den Dollar von 1, heute war es 1,17,2 oder was, hinauf auf wieder 1,40, nicht? Würde das nicht einen enormen Druck auf die Preise, Preisniveau stellen? Wir werden sehr weiter unserem Preisziel davon kommen und damit ein bisschen Probleme mit unserer Geldpolitik haben. Daher die Frage, das ist die Heimaufgabe, nicht? Welche geldpolitischen Instrumente sollte die EZB einsetzen, nicht? Bei Bedarf das zu tun? Sollte sie beim Zinssatz was tun? Sollte sie bei den Delta was tun? Sollte das beim BEP was tun? Gemeinsam neue Instrumente einzusetzen, nicht? Also wir haben kein Ziel, auch gibt es eine Abmachung unter den G7, dass man eben Wechselkurse nicht mehr als ein Ziel nehmen sollte. Aber dazu haben wir auch keine Antwort. Die Deutsche Bundesbank hat sich damit ein bisschen beschäftigt, nicht? Und ich gebe Ihnen gleich, wenn man so will, die Punchline dazu. Ihre Aussage ist, eines der Probleme ist, warum wir jetzt nicht wirklich so sagen können, welche Politik geeignet ist. Denn die ökonometrischen Modelle, die wir derzeit haben und anwenden, die vektorartige Regression, die wir da haben, die sind halt nicht dazu geeignet, um jetzt, wenn man so will, historische Ereignisse, die eben sehr, sehr kurzfristig sind, wie so der Corona-Maßnahmen da abzubilden, nicht? Weil sie eben bestimmte Annahmen machen über die Verteilung, die eben nicht zutreffen. Daher die Frage dann, nicht? Also Corona-Auswirkungen sind nicht schwer einfach darzustellen, daher dann eine Forschungsfrage, also vom einfachen Messen der Inflation zur Frage der Ökonometrie. Welche Modelle werden besser geeignet, um uns zu leiten, wie wir im Rahmen einer künftigen Wechselkurskrise geldpolitische Instrumente einsetzen können, weil wir hier die Anleitung davon haben. Und damit bin ich 10 Sekunden über dem Programm von 45 Minuten, darf aber nur noch einmal zusammenfassen. Das sind die Zusammenfassung der forschungsrelevanten Fragen, die ich Ihnen so dargestellt habe. Sie können sie auch nachlesen, die uns interessiert, die, glaube ich, gut wäre, sie zu nehmen, seminaristisch, umfassend mit Papers oder sonst irgendetwas. Das gilt auch für die Makropotenziale, Inflationsunterschiede, die Wechselkurspolitik, die da ist. Und damit komme ich zur Punchline. Und das ist, wenn man so will, das, was wir in der Österreichischen Nationalbank machen. Wir stellen nicht mehr Fragen, sondern wir stellen auch Geld zur Verfügung. Nicht? Und um diese Fragen zu beantworten, gibt es eben das Programm der ÖNB, das wir vor einem Jahr jetzt umgestellt haben. Das heißt, wir haben es von Themen, die nicht unmittelbar ÖNB-relevant sind, befreit, haben gesagt, wir möchten, dass wir das Geld dazu verwenden, um ÖNB-relevante Forschung zu betreiben. Was jetzt nicht heißt, dass das Gesamte nur Ökonomie ist. Nicht? Es kann etwa um Fragen, etwa
Wie geht es weiter mit der Kommerzialbank in juristischen Fragen? Eine juristische Antwort sein oder bei der Frage, wie messe ich Inflation, wie messe ich Inflationserwartungen, eine psychologische oder wie gehe ich mit der Frage um eine Gouvernance für makropotenzielle Aufsicht oder wie kann ich das blütökonomisch machen. Nicht? Das ist es dabei, hier haben Sie die Dinge. Wir haben die Summe auf 250.000 Euro pro Einreichung erhöht. Aus dem einfachen Hintergrund universitär, nicht mit 250.000 kann ich mir einen Dissertanten für 4 Jahre bezahlen und habe dadurch die Möglichkeit, wirklich ein ziemlich hausgeschneidertes Modell zu machen. Ein bisschen über die Durchführung, nicht? Das ist der Fonds zur Weiterleitung und dann haben Sie einen Exschiedel, der da sitzt, der das Gesamte betreut, der für alle Interessierten hier, aber auch die anderen dann zur Verfügung steht. Und damit bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon auf die Fragen. Danke sehr. Ich stelle mich daher, Gouverneur. Ja, danke. Vielen Dank. Wasser, Sie hätten aber auch eins vor sich stehen. Ach so, ja, Oskar, danke, ist dabei. Gut, danke. Vielen Dank, finde ich sehr sympathisch. Wenn der Vortragende nicht nur Antworten gibt, sondern auch Fragen stellt, spannende Fragen stellt. Jetzt kommen aber auch ein paar Fragen, wenn wir noch dürfen, aus dem Publikum und aus dem virtuellen Raum. Da müssen Sie dann Antworten drauf geben. Sehr gerne. Zur Orientierung stelle ich vielleicht gleich die erste Frage, die mich im Moment interessiert. Es gab ja diese doch etwas starke Verwirrung zwischen dem Bundesverfassungsgerichtshof in Karlsruhe, Sie haben es angesprochen, und der EZB, die ja ausgesehen hat, als ob zwei Schnellzüge aufeinander zufahren und dass es irgendwo zum Crash kommt. Und jetzt hat man sich doch glücklich geeinigt, relativ rasch. Was war der Grund dafür? Hat man den Kompromiss gefunden oder hat eine Seite nachgegeben, wenn ich das ganz offen fragen darf, jetzt die rein politische Frage, oder hat man einfach gesagt, okay, man kann gut miteinander legen und man wartet auf die nächste Klage vor dem Bundesverfassungsgerichtshof in Karlsruhe? Ich glaube, es war bei der Mehrzahl meiner Kollegen im EZB-Rat ein Missverständnis von dem, was der Karlsruhe wollte und was sie selbst leisten können. Heißt Folgendes, nicht? Damit verbunden war, was soll das? Wir sind unabhängig. Und unabhängig, damit heißt das auch nicht, also ihr könnt sagen, was wir wollen. Wir sagen, wir haben zu Recht gehandelt. Was soll das? Und ich glaube, es hat eine Zeit gebraucht, meine Kollegen zu verstehen, dass eben unabhängig, und das ist meine Aussage schon von Beginn an gewesen, Unabhängigkeit ist ein extrem wichtiges Sache für die Geldpolitik und für die Zentralbanken. Aber die Kehrseite der Unabhängigkeit, die andere Seite der Medaille, ist Accountability, die Verantwortlichkeit für den, was man tut. Ja, ich bin unabhängig, aber dann muss ich genau erklären, warum ich das tue. Warum ich das tue und ich glaube, warum ich mit diesem Instrument dieses Ziel erreiche. Und das ist genau das, was, wenn man das Urteil von Karlsruhe genau liest, was drinnen steht. Nicht? Das Urteil von Karlsruhe hat die Frage nach der Proportionalität gestellt. Ist jetzt nicht, ist ein juristischer Ausdruck, ist kein ökonomischer Ausdruck, aber wenn man den ökonomisch übersetzt, ist einfach zur Frage, ob das, was die EZB gemacht hat, um ihre geldpolitischen Zielsetzungen umzusetzen, um die Maßnahmen dafür proportional, also der Zielsetzung angemessen waren. Und wie man begonnen hat zu verstehen, die wollen einfach nur wissen, warum haben wir es so gemacht, was waren unsere Überlegungen, und die Nachlieferung von einem Reihen von diesen Minutes war ganz einfach, manche waren schon verfügbar, andere sind erst später gekommen, war einfach eine Darlegung. Die haben gesagt, ja, wir haben schon darüber nachgedacht und wir waren der Meinung aufgrund unserer Untersuchungen, das ist so, das ist blau, das ist grün, das haben wir das gemacht. Und wie das Gesamte entstanden ist, war schon mehr Freiheit da. Und das ist ja auch eine weitere Spezialität der europäischen Gouvernanzstruktur, den ich mich mit meinen Mitarbeitern von der ÖNB da
nähere. Das ist die Frage, wie findet Gouvernance in der EZB statt, nicht? Und gewissermaßen die Pointe gebe ich durch die Frage vorweg, nicht? Ich habe mir angeschaut, wie viele Länder in der EZB haben eine Verpflichtung, dass der Gouverneur sich dem Parlament in periodischen Abständen erklärt, begründet, was er tut. Und was ist das Land, wo es das in dieser Form nicht gab oder gibt, sondern wo es nur eine Informationspflicht an die Regierung, jedoch nicht direkt ans Parlament gibt? Was ist die Ausnahme? Deutschland wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ich habe durch die Frage die Pointe weggegeben, nicht? Und erst vor kurzem ist jetzt da, glaube ich, auch am Web auf Deutsch schon, die englische Fassung kommt heraus, wo ich diese Gouvernance erstmalig gebeten habe, meine Mitarbeiter aufzuarbeiten, nicht? Und das gehört eben dazu, nicht? Also, ich muss sagen, also ich würde mir mehr Reaktion im Parlament erwünschen, nicht? Also, die Zahl der Fragen, die ich bekommen habe zur Geldpolitik im Finanzausschuss, war überschaubar, nicht? Also aus dem Grund heraus, nicht? Ich würde mehr wünschen, nicht? Weil das eine Möglichkeit, in den Diskurs zu gehen. Und unser Versuch ist genau das zu tun, einfach in den Diskurs zu gehen und zu erklären, nicht? Und dann zeigt sich eben, muss man eben seine Argumente schärfen, aber man darf die Diskussion nicht geben. Also es war kein Wunder, sondern einfach nur, ja, halt zwei Züge aufeinander, die nicht genau gelesen haben, verstanden haben, was der andere möchte. Und wie das geschehen ist, hat sich das Gesamte so aufgelöst. Das ist meine Interpretation. Vielen Dank. Darf ich vielleicht den Raum fragen? Herr Neisser, bitte, hat mich das Vorrecht der ersten Frage. Moment, das Mikrofon kommt sofort. Wir brauchen nämlich das Mikrofon, sonst versteht man sich online. Darf bitte, Herr Neisser, vorne dran, bitte. Jetzt haben wir vielleicht gleich zwei Fragen, wenn ich darf. Ja, selbstverständlich. Ich erinnere mich daran, wenn ich die zweite vergessen habe sollte. Ja, mache ich. Darf ich, Sie haben das Problem des Inflationsziels ja mehrfach angesprochen. Es ist ja derzeit in der EZB eine Diskussion zur Frage, ob also das derzeitige Inflationsziel mit dem nahe bei 2%, genau, wenn ich das richtig verstehe, geändert werden soll, wobei man auch diskutiert, eventuell eine flexible Handhabung, dass man zeitweise davon abgehen kann. Und wie lange, glauben Sie, wird diese Diskussion mal jetzt zu Ende führen mit einem Ergebnis, oder ist das mehr oder weniger eine sozusagen Einstiegsdiskussion für die Präsidentin? Verzeihen Sie. Wir hatten eine Diskussion darüber schon, nicht? Aber sie begann vorletzte Woche die Diskussion darüber, und die gesamten Themen, nicht? Es gibt da mehrere davon, nicht? 12 oder 13 jetzt, die werden im Rahmen eines Berichtes Sommer kommendes Jahres mit September vorlegen, und dann wird, wenn man so will, eine neue Entscheidung da sein. Warum es jetzt nicht abschließt, man möchte jetzt nicht diese Detailfrage abschließen, bevor man über Frage der Instrumente oder andere Dinge beendet. Aber meine Einschätzung wäre, dass es hier Bewegung gibt, aber es werden keine gigantischen sein. Und zwar einer der Punkte ist, das ist meine Position, die darf ich wiederholen, weil sie schon draußen ist. Nicht, England hat zwei, Japan hat zwei, USA hat zwei. Wenn wir weiterhin abweichen in einer Weise, von der behauptet wird, dass alle Leute außerhalb von Deutschland diese Definition nicht verstehen, nicht, dann ist es vielleicht ganz gut, sich auch auf zwei zu bewegen. Aber dann gibt es noch immer die Frage, wie symmetrisch es zu sehen ist, ist es Inflationsziel oder ein Preisniveauziel. Aber das wird sich aus der Diskussion ergeben. Aber wenn Sie Ihre Antwort, bis nächstes Jahr, um diese Zeit, ist es abgeschlossen. Entschuldigung, darf ich nur eine zweite kurze Frage noch anschließen? Es ist ja bekannt, dass früher sehr kontroversielle Diskussionen innerhalb des EZB-Rates über die Politik der Anleihekaufpolitik erfolgt ist. Hat sich jetzt die Stimmung etwas homogenisiert, oder gibt es da noch diese Gegensätzlichkeit? Ich glaube, also, wie gesagt, das ist auch ein Teil wieder wie der
des Berufes, nicht? Der Journalisten leben davon, dass sie hier Konflikte hinein interpretieren. Es sind nicht nur bei Juristen, also zwei Juristen, fünf Antworten, bei den Ökonomen sind zwei Ökonomen, vier Antworten, nicht? Aber auf diese Weise ist etwas gering, aber nicht sehr viel. Was bedeutet nicht, dass man eben unterschiedliche Einschätzungen hat dabei und die werden eben im Rat oder außerhalb und danach eben ausgetragen, nicht? Und hier gibt es schon natürlich Leute, die sagen, hoppla, diese Bilanzlänge, die wir jetzt da haben, nicht? Wie bringen wir zurück Fiscal Dominance, nicht? Und die anderen eben sagen, naja, im Moment müssen wir noch, nicht? Und das sind halt Unterschiede, wie sie in jedem Bereich auftauchen. Aber ich würde einfach diese Diskussionen jetzt nicht einfach überschätzen. Und zum Glück gibt es sie. Wenn es diese Unterschiede nicht gäbe, wäre es ja langweilig, nicht? Vielen Dank. Da habe ich eine weitere Frage, bitte. Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Meine Frage bezieht sich auf die Fahrt aufnehmende Diskussion zur Einführung einer elektronischen Zentralbankgeldes, nachdem ja auch die EZB vor zwei oder drei Tagen eine kleinere Publikation dazu veröffentlicht hat. Inwiefern würde die Einführung eines elektronischen Zentralbankgeldes, und ich nehme an, es ist nur noch eine Frage der Zeit, auch wenn vermutlich es die 2030er Jahre werden, Ihre Fragestellungen, die Sie in diesem Vortrag formuliert haben, berühren? Also ist das nur eine Änderung der Form des Geldes von Papieren, sage ich jetzt, auf vollkommen elektronisch? Oder hat das nicht dramatische oder signifikante Auswirkungen, zum Beispiel auf den Transmissionsmechanismus und andere Bereiche, die Sie eben auch in Ihrem Vortrag erwähnt hatten? Danke sehr. Auch eine höchst relevante Frage. Diese Publikation, die Sie angesprochen haben, nicht, die rauskommt, ist eine sehr lesenswerte, also wirklich für alle, die können Sie runterladen, nicht, also von der Webseite. Ist eine Zusammenfassung, aber sehr gute, einer wesentlich umfangreicheren Publikation, glaube ich, schafft einen extrem guten Überblick über die Fragestellungen, die es dabei geht, zu beantworten. Und ausgehend von dieser Sichtung der Probleme ist der nächste Schritt der EZB jetzt, dass die unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten des digitalen Geldes einmal durchzuführen, nicht einmal zu probieren. Denn wenn man sich anschaut, die unterschiedlichen Möglichkeiten, die es dabei gibt, also die Zahl der Äste ist noch immer sehr groß, nicht? Und daher bedarf es zunächst einmal einer Sichtung, welches digitale Geld wollen wir haben, ein Account oder ein Bearer, und, verzinst, nicht verzinst und so weiter und so fort. Das sind jedes Mal gibt es so Abweichungen davon und am Ende kommt was raus. Und welche Lösung dann kommt, das hat einen wesentlichen Einfluss auf die Beantwortung der Frage, nicht? Klar, es gibt bestimmte Formen, nicht? Die gewissermaßen Banker wahrscheinlich schlecht schlafen lassen, nicht? Weil ihre existent unter Umständen dann weg ist, nicht? Es gibt andere Dinge, verbunden sind, nicht? Die Geldpolitik würde wahrscheinlich ganz anders aufgestellt werden und. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, darüber zu reden, länger zu reden, das Gesamte einzuführen, zu testen, wie funktioniert das, bevor man den nächsten Schritt setzt. Daher würde ich auch sagen, diese ausgewogene Herangehensweise an die Position, nicht? Und ja, die Diskussion nehme ich an, wird uns die nächsten 5 bis 10 Jahre begleiten. Ich glaube nicht, dass es zu einem Schnellschuss kommt, außer einem Land gelingt es wirklich, wenn man so will, nicht den Libra für Zentralbanken zu haben, die eine Wettbewerbsgefahr für die anderen sind, nicht? Und dann, wo dann ein First-Mover-Effekt auftritt, in die anderen nachfolgen müssen. Nicht ausgeschlossen. Aber was ich so ein bisschen mitbekomme, weil wir es auch verfolgen, was China tut, ist auch schon länger versucht. Es ist nicht einfach und daher auch aus China die etwas stärkere Zurückhaltung. Ich hoffe, wir können im kommenden Frühjahr
die Reise nachholen, die wir geplant hatten für Fever dieses Jahres, um ein bisschen Industriespionage zu betreiben. Nicht? Also vielleicht gibt es dann die Möglichkeit dazu. Das ist also die Frage 6 dann. Letzte Frage aus dem Auditorium, dann habe ich noch eine Frage aus dem Internet. Bitte sehr. Ich habe noch zwei Bemerkungen. Also einmal würde ich ganz gerne noch die Frage des Urteils des Bundesverfassungsgerichts kommentieren. Für mich hat das Urteil... Fragen bitte, keine Kommentare, Fragen bitte. Ich formuliere es dann als Frage. Sehen Sie das auch so, dass das Bundesverfassungsgericht zwei Dinge gesagt hat? Nämlich einmal das, was Sie gesagt haben, nämlich, dass die EZB die Entscheidungen begründen muss, was Sie Proportionalität genannt haben. Das versteht sich. Aber das Bundesverfassungsgericht hat das nicht auch, ich formuliere es als Frage, darüber hinaus gesagt, dass die EZB natürlich nur unabhängig ist im Rahmen ihres Mandats und ihrer Befugnisse. Kann denn die EZB nach ihrer Auffassung ihre Unabhängigkeit auch unabhängig formulieren, also zum Beispiel ihre Befugnisse verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen, verzehnfachen, was ja an sich grotesk wäre? Und meines Erachtens, und meine Frage ist, teilen Sie die Auffassung, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, so geht das nicht. Die EZB muss sich natürlich im Rahmen ihrer Befugnisse halten. Meine zweite Frage ist, es wundert mich ein bisschen, dass hier, wie Sie gesagt haben, die EZB kein Wechselkursziel haben soll. Das haben doch alle Nationalbanken, dabei rede ich noch gar nicht von der Schweizer, die also fast nur dieses Ziel hat, möchte man meinen. Auch die Fed hat dieses Ziel, natürlich auch die Chinesen, die Japaner und so weiter. Und wenn die EZB also hier den Geldmarkt mit dieser riesen Geldschwelle flutet, hat das natürlich auf den Wert des Euro, auch den Wechselkurswert, eine Auswirkung. Meine Frage ist, würden Sie das teilen oder würden Sie wirklich sagen, die EZB schließt die Augen und sagt, der Wechselkurs ist mir völlig gleich, wir fluten aber die Geldmärkte mit unheimlichen Summen, die natürlich den Geldwert des Euro evidenterweise drücken. Danke. Lassen Sie mich mit Ihrer zweiten Frage beginnen. Die EZB hat kein Ziel, wie ein Preisziel, also sagt, unser Wechselkurs sollte unter dem sein oder sollte über dem sein. Das hat es nicht. Der EZB ist der Wechselkurs nicht gleichgültig. Das ist eine andere Frage. Natürlich schaut man sich die Entwicklung an und was für die Geldpolitik immer eine Rolle spielt, für die Bewegung auf den Finanzmärkten, ist nicht das Niveau, sondern die Veränderung. Daher, wenn es im Laufe der letzten 4 Monate eine Verschlechterung von 10% oder der Größenordnung über den Dollar gegeben hat, ist das schon etwas, was berücksichtigt wird, gesagt, was tut sich dabei, geht das weiter, was können wir tun, sollen wir uns Sorgen machen dabei. Also, es ist kein Widerspruch dazu. Und zur ersten Frage, die Aufgabe der EZB ist Preisstabilität, nicht ein Inflation Targeting, genauer gesagt, sondern Preisstabilität. Nur wie sie die Preisstabilität angeht, gegeben dem selbstgewählten Ziel der knapp bei unter 2%, das ist eine Aufgabe des EZB-Rates. Das wird nicht durch das Gesetz vorgegeben, sondern wir haben die Möglichkeit, hier unsere Instrumente zu wählen. Natürlich hat das Verfassungsgerichtshof hier einige Anmerkungen gemacht, die dann auf den letzten Seiten da sind, die sich mit der Frage beschäftigen, inwieweit andere wirtschaftspolitische Ziele überhaupt hereinkommen sollen, wie es steht mit der Frage der Anleihekäufe, wie weit das abgewichen werden soll. Das sind alles Dinge, die vollkommen da sind und wo sicherlich noch eine weitere Diskussion darüber geben wird. Die Diskussion ist nicht ganz ausgestanden, aber die Frage war ja, warum gab es plötzlich diese Auflösung dabei? Weil über Frage der Proportionalität, wenn man so will, verstanden wurde, dass es ein Reach-out sein muss von der EZB, das Europaparlament, aber auch, wenn man so will, von der EZB gegenüber den
nationalen Parlamenten zu sagen, das ist unsere Politik und die erklären wir. Und ich glaube nicht, also machen Sie gut, aber man kann sich die Diskussion stellen, was wichtig ist, nicht? Independence and Accountability, Unabhängigkeit und Verantwortlichkeit, das sind die beiden wichtigen Dinge, die, wofür wir ein bisschen noch die Mechanismen, wenn man so will, demokratiepolitisch in Europa noch immer ein bisschen vermissen. Nicht? Ich würde gerne ein bisschen mehr Diskussion darüber haben. Vielen Dank und ich nehme noch eine Frage stellvertretend aus den vielen Fragen aus dem Zuseherraum virtuell. Manfred Deißler hat sie gestellt, also ist bekannt, glaube ich, in diesem Kreis. Ergeben sich aus der von Ihnen vorgetragenen Problematik neue Herausforderungen für die Ökonomie? Wenn ja, welche? Ich glaube, er spricht darauf an, verändert diese Herausforderung in der Geldpolitik insgesamt vielleicht etwas die Sichtweise in der Makroökonomie auf die politischen Einflussmöglichkeiten, Geld, Fiskalpolitik, makroökonomische Steuerung insgesamt. So würde ich seine Frage interpretieren, wenn ich es interpretieren darf. Natürlich, natürlich nicht, aber ich bedanke mich also für das Vertrauen, dass ich das in wenigen Sätzen behandeln kann. Ich kann nur sagen, nicht, also die gesamte Wirtschaftspolitik ist in einem hohen Maße gefordert, nicht? Wobei, wenn man so will, von den Punkten, die ich angesprochen habe, die sehr nahe sind, glaube ich, eines der wichtigsten ist jetzt wirklich hier die Gefahr einer fiskalischen Dominanz zu beginnen anzugehen. Denn wenn einmal der Gorilla zu groß ist, ist er mit den normalen Instrumenten nicht mehr zu beherrschen und dann muss die Geldpolitik, wenn man so will, politisch nachgehen, weil sie sonst nur die Möglichkeit hat, hier Katastrophen zu erzeugen. Nicht? Und das wollen wir alle nicht, denn dann kommt man wieder in Bereichen der Inflation und so weiter, die kommen wird, nicht? Wenn man hier nachgibt. Und das wollen wir alle nicht. Und das muss eben jetzt durch sehr kluge Fiskalpolitik und der Gedanken, wie kann man das Gesamte zurückführen, denn so glauben, dass man sich ständig verschulden kann, um dann irgendwann das Geld schon wieder mit dem Mob aufgewischt werden kann. So einfach wird das nicht gehen. Und das ist etwas, was ich glaube, bitte? Mindestens, was man sagen kann. Ja, Sie dürfen mehr sagen, nicht? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt dabei. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die vielen Anregungen. Wir haben ein Forschungsprogramm mitbekommen für die nächsten 15 oder 15 Jahre, glaube ich. Wir werden nicht alles finanzieren, ich sage es Ihnen. Wir werden darauf bestehen, nein. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die virtuell dabei waren. Ich bedanke mich ganz besonders nicht bei Ihnen, die heute da waren, für die Fragen, für die Aufmerksamkeit und die Beiträge. Normalerweise würden wir jetzt zum gemütlichen Teil übergehen. Gibt's heute keinen? Gibt es leider nur eine intellektuelle Kost, kein Buffet aus Covid-19-Gründen. Das ist aus Sicherheitsgründen einfach, wir wollen sicherstellen, keine Cluster hier zu haben, nicht möglich. Wir werden das aber nachholen bei nächster Gelegenheit. Wenn es immer wieder geht, dann bei der nächsten Einladung. Ich hoffe, Sie kommen wieder mal zu uns. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich. Nochmal vielen Dank, Heinrich Neiße, fürs Kommen, Herr Präsident, Frau Generalsekretärin, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank. Damit schließe ich diese interessante Abendveranstaltung und wünsche allen einen schönen Abend, auch ohne Buffet, für das wir uns heute nicht entscheiden können. Dankeschön.